Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railway Empire. So, jetzt habe ich es richtig. Ja, wir sind hier weiter westlich vorgerückt. Zuletzt war Cheyenne hier, was wir angeschlossen hatten. Und ich frage mich gerade, ob wir hier bei dem Kollegen ein bisschen mopsen sollen. Andererseits ist mir das ein bisschen zu riskant. Caspar wächst, das haben wir hervorragend hinbekommen. Wir können Leute einstellen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen und was wir da machen. Deswegen würde ich damit gerne noch warten, bevor ich was falsch mache. Wir könnten Miles City anschließen. Das ist, scheint eine etwas größere Stadt zu werden, zumindest. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Bahnhof. Einen mittleren Bahnhof. Ich will nicht immer die ganze Stadt zerstören dabei. So, und dann verbinden wir das Ganze mal hier mit dem Gleis hier vorne. So, mal schauen. Möglichst strack dran längst, wie man im Sauerland sagen würde. Und dann hier oben in einer geschmeidigen Kurve hier rangeführt. Und dann würde ich sagen, setzen wir einen neuen Zug ein. Von hier nach hier und wählen dazu jene Lokomotive. Denn ja, wir sehen die Aufgaben, insgesamt 120.000 Anwohner anschließen, müssen wir noch im nächsten Jahr schaffen. Das könnte ein straffes Unterfangen werden. Und ich würde jetzt auch noch nicht unbedingt hier Sachen freischalten, von denen wir nicht genau wissen, was sie tun. So, Versorgungstürmchen brauchen wir natürlich auch entlang der Strecke, weil all die, weil sonst haben wir gleich wieder die Probleme hier zugange. Und Miles City benötigt, habe ich die ganze Stadt jetzt zerstört oder was? Es ist nur noch der Bahnhof hier, die ganze Stadt ist weg. Was ist das? Ich hab hier so drauf geklickt und schon geht eine Aktion los. Gut, ich habe kein Wort verstanden. Außerdem sind wir ja auch schnell, das wollten wir nicht. Hier fährt jetzt ein Zug, oder? Ein sehr langer Zug. Was nimmt denn der mit? Okay, Fracht. Da sollten wir eventuell ein paar mehr Züge einsetzen. Ich glaube, wir haben auch den Ort hier zerstört. Haben wir hervorragend gemacht. Das bedeutet, wir könnten mal versuchen, hier so eine Art Ausstellgleis zu machen. Jetzt haben wir wieder vorher den Bahnhof nicht gebaut. Kleiner Bahnhof. So, haben wir es. Ist natürlich blöd, wenn die sich jetzt ein Gleis hier teilen. Das können wir vielleicht gleich noch auffiddeln. Aber erstmal wollen wir hier sehen, dass wir hier rankommen. So, für 100.000 einmal erweitert. Und dann ändern wir mal hier die Gleisführung von hier nach da. Und dann sagen wir dem ganzen Geschehen hier noch, dass oder wo hier reingefahren werden darf. Hier darf nämlich nicht reingefahren werden. Das ist blöd, weil das funktioniert so nicht. Ja, ich hoffe, die Züge Signale und Weichen. Warte mal, was hat er mit Weichen denn? Stoppsignale finden Konflikte an Weichen, indem sie den ersten Zug, der die Weiche erreicht, Vorfahrt gewähren. Der zweite Zug wartet, bis der Weg frei ist. Aber idealerweise fährt dieser Zug hier überhaupt nicht in das Gleis rein. Deswegen würde ich mal gerne gucken, ob wir
Gleise auch entfernen können. Das ist eventuell mit der Steuerungstaste möglich. Weichenpunkt setzen. Hier kann eine Weiche eingefügt werden. Ne, will ich ja gar nicht. Parallelgleis setzen? Nee. Was ist denn hier wieder los? Panne, niedriger Zustand. Wo? Das geht ja gut los. Ja, 3 Meter vor dem Turm, Kollege. Hätte sich auch ein bisschen besser einteilen können. So, und was haben wir hier? Hier haben wir komplett keinen Versorgungsturm gebaut. Der Arme. Zack. Ich habe übrigens meine Maultrommel dabei, auf der spiele ich gerne mal. Gut, das ist ein Banjo. So, Versorgungsturm hier hin. Okay. Guckt euch mal diese geilen Züge an. So, das wollte ich zweigleisig machen, weil wir hier ohne Ende Güter transportieren, aber... Wie kann ich denn hier Gleise entfernen? Weichenpunkt setzen? Planung löschen. Wie wär's mit Bulldozer? Okay, der fährt in das Gleis rein, der fährt in das. Also, ich wollte ein Ausweichgleis bauen, damit wir hier mindestens 2 Züge einsetzen können. Und je größer das ist, desto besser, haben wir ja gelernt, ne? Da wird diese Strecke beleben. Naja, schauen wir mal. So, Signale. Da müssen wir da aufpassen. Also das Signal hier. In die Richtung. Und dann so rum. Und das Signal hier. So rum. Und in die Richtung. So, das mit dem Personal gucken wir uns gleich auch noch in Ruhe an. Ich will jetzt erstmal wissen, wie das hier funktioniert. So, dann, der macht Wartung. Das heißt, wir können einen weiteren Zug einsetzen. Das ist jetzt die kurze Linie. Ich will das nochmal mit diesem Kopieren versuchen. Das heißt, wir gehen hier drauf. Das ist die Linie. So, jetzt sagen wir, kopieren. Okay, nee. Rall ich noch nicht. Tut mir leid. Zuglinie einrichten. Jetzt machen wir einfügen. Wählen an Lokomotive. Und dann haben wir auf der Linie 2. So, was können wir hier freischalten? Die Mallet. Die Mallets verfügen über 2 Triebsätze. Neue Lok freigeschalten. Was ist hier? Immer wenn Fracht werden Frachtpassagiere nicht aufstellen, sondern schnell wie besser eine Stadt. Okay. Liegt sie über 60%, kann die Stadt wachsen. Das heißt, wir sollten uns wirklich sehr genau anschauen, was die Bedarfe in Kasper sind. Produziert Fleisch, benötigt Kühe und jede Menge anderen Kram, den wir aber eigentlich mit diesem Zug jetzt auch hier austauschen. Der Zug transportiert nämlich keine Menschen, der transportiert Bier. So, da sind die ersten Passagiere drin. Und wir sind noch niemals dazu gekommen, jetzt auch mal zu gucken, welches Frachtgut da möglicherweise besser funktioniert. Und wo möglicherweise viele Leute stehen. Die gar nicht abgeholt werden. 9 Passagiere warten, Post wartend. Fleisch für Export. Auch mit einem Zug hier kriegen wir das nicht hin. Das heißt, auch hier würde ich gerne... Ich
glaube, ich habe es so ein bisschen im Urin drin, dass es günstiger ist, wenn man bestehende Strecken erstmal voll auslastet, denn neue Strecken zu bauen. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass wir natürlich nur eine gewisse Zeit haben, auch die Anzahl in den Städten zu erreichen. Ne? Erinnert euch, wir sollen ja auch so und so viele Leute insgesamt mit unserem Gleisnetz erreichen. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir jetzt einfach nur das bestehende Gleisnetz ausbauen. Neuer Zug. Von Casper nach Cheyenne. So, die Mallet hat neue Lokomotive. Ja, die ist ein bisschen schneller. Das Problem ist, auf der Strecke fährt schon eine Old Mode. Wir müssten also, wenn, dann irgendwann beide austauschen, sonst kommen die sich ins Gehege. Und das wäre ein bisschen doof. So, jetzt brauchen wir noch wieder Signale. Einmal hier. Und einmal da. So, jetzt haben wir nämlich den Salat. Ist der eine Zug ist hier reingefahren. Und ich habe keine Ahnung, wie wir den da wieder rauskriegen. Am besten, indem wir einmal hier ein Gleis setzen. Dann hier ein Signal hin. Fährst du wohl? So ist brav. Puh. So, was haben wir hier? Zwei Züge können ihre Fahrt nicht annehmen. Ja, das haben wir gelöst. Das haben wir auch gelöst. Okay, so, dann würde ich sagen, wir bauen mal den Bahnhof, weil hier vier Züge schon reinfahren. Den bauen wir mal ein bisschen aus. Und zwar, indem wir ein Wartungsgebäude errichten. Das sieht jod aus. So, was haben wir hier für ein Problem? Panneniedriger Zustand, obwohl hier... Richte eine Linie ein, das haben wir schon gemacht. So, Aufgabe erfüllt. Was haben wir erfüllt? 100 Waggons, okay. Aber wir haben noch keine 120.000 Einwohner angeschlossen. Das müssen wir innerhalb des nächsten Jahres schaffen. Und der Quartalsgewinn ist auch noch ein bisschen mau. Das heißt, wir schließen jetzt mal Billings an. Was für ein Stress hier. Wir nehmen immer sofort den zweiten... Oh, nee, wir müssen aufs Geld achten. Oh, oh. Ich spiele zu schnell, glaube ich. Wir haben es gleich verkackt. So. John Billingsley schließen wir hier an. Nur mal, um das zu zeigen. Wenn wir das jetzt hier in der direkten Linie machen würden, würde das 0,7 Millionen kosten. Wenn wir hingegen ein bisschen das Gelände ausnutzen. Wird das doch ein bisschen günstiger, wie ihr seht. Aber ich habe so ein bisschen Angst. So, und was haben wir jetzt für einen Salat? Jetzt müssen wir auf jeden Fall warten, was die Züge so tun. Und was ist hier eigentlich los? Der ist ganz schön leer für so einen Zug. Dafür ist das hier der gewinnbringendste. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen vorlaufen, denn jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Ich hoffe, wir tun das überhaupt. Und schon wieder wird die Stadt kleiner. Eieieiei. Aber wir haben gewinnbringende Linien. Wir müssen jetzt halt auf ein bisschen Geld warten. Die Frage ist jetzt, ob die Linie zum Beispiel auch profitabel ist, weil der muss hier ganz schön Steigung zurücklegen. Wir haben schon wieder die Wartungsgebäude vergessen. Halt. Versorgungsturm. So, wo ist denn der Zug? So, ich hoffe, das reicht.
18, 17, 14, 21. Und der hier ist noch unterwegs. Der fährt seine erste Fahrt und nimmt Fleisch mit. Natürlich. Aber gut, das versorgt natürlich hier ein Bedürfnis in der Stadt. Sonst würde das nicht machen. Und Bier da nimmt er mit. Das produzieren wir hier sehr gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und diese Leerfahrten hier, die gehen mir auch um den Senkel. Aber gut, machst du nichts dran. So, November 10. Und wie viel haben wir jetzt angeschlossen? Ich glaube, wir sind echt nicht schnell genug. Wenn wir mal gucken, der KI-Gegner, der hat sich hier... Naja, es geht so. So, hier ist ein Meteor reingesemmelt. Was ist hier denn? Eine Sehenswürdigkeit? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss mal ganz dringend ans Telefon. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Auch in diesem Monat gilt mein ganz besonderer Dank den treuen Unterstützern auf Tippi. Alle Ziele, alle Belohnungen und alle weiteren Infos findest du unter dem eingeblendeten Link gada.link/tippek. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Unseren Sendeplan findest du unter tv.gado.de. Der zeigt dir an, wann die nächste Folge von deinem Lieblingsprojekt kommt. Außerdem habe ich dir unten rechts noch die Gelegenheit gegeben, mir ein Abo dazulassen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube. Gute Unterhaltung.